Im Werkzeugkoffer ist auch nichts mehr drin. Der Tresor wird von meinem alten... Ja. Betritt den Salonwagen, klettere aufs Dach. Okay, da können wir aufs Dach klettern. Aber wie kommen wir auch in die andere Richtung, in die Richtung hier, oder kommen wir nur in die Richtung? Weil er hüpft ja auch hier rüber. Aber hier links kommen wir nicht. Nö. Wir können nur rüberspringen. Ich bezweifle stark, dass ich mit diesem Magnet am Faden den Tresor durch den Lüftungsschacht ziehen kann. Und ein anderer Grund, den Faden durch die Lüftung zu schieben, fällt mir momentan nicht ein. Die Abdeckung hat hinten das verhindert. Ja, das weiß ich. Wir haben auch einen Schraubenschlüssel, aber... Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, was mich im Transportwaggon erwartet. Dann kümmere ich mich um die Abdeckung. Ja... Dann benutze den Spiegel mit Karamellbonbon. Mit dem Spiegel könnte ich zwar theoretisch sehen, was sich im vorderen Teil des Waggons abspielt, aber mein Arm ist zu dick, um durch die Lamellen zu passen. Ja, dann klebt ihn doch an den Schraubenschlüssel dran, Mensch. Aber geht nicht. Wir können ihn mit nirgendwas, mit nichts verwenden. Ah, wir haben einen Magnet mit dem Faden und wir haben einen Spiegel mit dem Kaugummi dran, sozusagen. Aber... Wir haben nichts, wo wir da dran kleben könnten. Ich würde das ja an den Schraubenschlüssel kleben. Aber nein. Aber irgendwas müssen wir mit dem Magneten ja angeln. Habe ich irgendwas übersehen? Nö, hier gibt es nur das, das, das. Und das war's. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas haben wir übersehen. Hier gibt es nur hinter der Bar und die Tür. Und hinter der Bar gibt es, das Radio? Ein kleines Kofferradio. Der Empfang ist erstaunlich gut hier in den Bergen. Moment. Das Radio werde ich kaum gebrauchen können. Ah, die Antenne! Ich habe ein Auge auf die Antenne geworfen. Ein dünner, kurzer Metallstab, der ausgezogen werden kann. Sowas kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Okay, gut, das fehlte uns. Das heißt, den können wir jetzt mit dem Spiegel verkleben. In Ordnung. Das Bonbon ist so klebrig, dass es den Spiegel ohne Probleme halten sollte. Mhm. Wie erwartet. Hält. Ja. Dann gehen wir doch mal wieder aufs Dach und spionieren aus. Dann können wir die Luke öffnen und dann können wir mit dem Magneten irgendwas angeln? Ich weiß es nicht, was wir mit dem Magneten machen sollen. Bring nicht rüber. Geh da längs. Da längs. Von euch aus gesehen. Irgendwie müsste ich mich mal spiegeln, aber ich habe geguckt, es gibt für HDMI irgendwie keine Hardware, die ein HDMI-Bild spiegelt. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt die Facecam hier in OBS hätte und nicht direkt über ein Videomischpult, dann hätte ich da kein Problem mit, die Cam einfach zu spiegeln. Aber, ja. Gut, dann wollen wir mal ein wenig ausspionieren, was da so ist. Da ist der Wachmann. Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht. Wenn er weiterhin so unachtsam ist, könnte ich mich durch den Schacht hinablassen und ihm von hinten eins über den Schädel geben. Oh oh. Alles in Ordnung, Robert? Keine besonderen Vorkommnisse, Sir. Lassen Sie. Neue Verdächtige in Zürich zugestiegen, Sir? Nicht wirklich. Es könnte jeder sein und keiner. Aber wir haben Unterstützung von der Schweizer Polizei bekommen. Einen Wachtmeister-Zellner. Ja? Sehr engagiert. Könnte uns noch auf die Nerven gehen. Okay. Damit haben sich einige Optionen erledigt. Zwei Leute kann ich nicht überwältigen. Vermutlich komme ich überhaupt nicht ungesehen in den Waggon. Ach, aber irgendwie muss es gehen. Ich muss Inch noch ein wenig bei Laune halten. Wie bekomme ich dich an den Tresor? Oder darauf? Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht und Inch hat etwas von Stromausfall und Tunnel erzählt. Ich könnte die Sekunden der Verwirrung und Dunkelheit nutzen, um den Brief auf den Tresor zu werfen. Könnte klappen, wenn ich erstens den Lüftungsschacht geöffnet bekomme und zweitens den richtigen Zeitpunkt abpasse. Ja, Lüftungsschacht öffnen ist kein Problem. Wir haben einen Schraubenschlüssel. Ich könnte die Schrauben schon einmal lösen. Öffnen sollte ich die Abdeckung, dann aber erst im Tunnel. Scheint tatsächlich zu passen. Sehr gut.
klonk, klonk. Was war das? Sir, muss wohl was rausgefallen sein. Klonk. Stellen Sie das auf den Boden. Ei, Sir. Das war knapp. Macht die zweite Schraube wieder so einen Lärm. War's das für mich? Naja, wir können ja den Magneten benutzen. Sichere den Motor mit dem Magneten. Also schön. Am besten... Das Licht ist ausgefallen. Taschenlampen. Quietsch. Runter von mir. Da. Ein Briefumschlag. Mein lieber Nico, du solltest dir die Kassette genauer ansehen. R. Was zum Teufel? Das ist... Weg damit! In Deckung! Bam! Explodier! Krawall! Was soll das? Was willst du hier? Hallo? Was ist denn... Du Idiot! Vor allen Dingen, was war denn das gerade? Warum waren da gar keine Special Effects? Kein Explosionsgeräusch? Oder zumindest ein Geräusch, wenn diese Schraube auf den Boden gefallen ist? Da war gar nichts! Totenstille! Was auch immer, das Spiel läuft nicht im 5.1-Kanal-Modus, sondern in Stereo. Das heißt, man müsste alles hören. Na gut, ich blende mich jetzt wieder aus, wir reden jetzt noch ein bisschen, weil, hallo, Bombe, was soll denn der Scheiß, du Idiot? Blöder Was sollte das mit der Bombe? Ist das nicht offensichtlich? Ich wollte Legrand aus dem Weg schaffen, so spektakulär wie möglich. Sie hätten fast mich aus dem Weg geschafft. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst den Brief abliefern und dann verschwinden? Menschen hätten sterben können. Aber natürlich, das war der Sinn der Bombe. Ich will niemandem schaden, Sie wissen das. Und du weißt, dass ich nichts drauf gebe. Befolge meine Befehle, dann wird dir nichts geschehen. Und du wirst bald ein reicher Mann sein. Ja gut, dann reden wir noch mal ein bisschen weiter mit ihm. Ich werde nicht mehr blind Befehle ausführen. Ich will wissen, was der Plan ist. Du weißt so viel, wie du wissen musst. Wir werden in Kairo das zweite Auge stehlen. Vor den Augen der Welt. Der Diebstahl des ersten Auges hat alle aufgeweckt. Der Tod Legrands sollte die Spannung ins Unermessliche steigern. Aber, naja. Jetzt läuft es auf einen Showdown hinaus. Der Rabe gegen den Inspektor. Auch das dürfte die Presse elektrisieren. Was soll das alles? Ich dachte, es geht um die Steine. Warum machen wir uns selber das Leben schwer und ziehen so viel Aufmerksamkeit auf uns? Es geht um mehr als das. Es geht um die große Bühne, um das Ende einer Legende. Du wirst es sehen, wenn es soweit ist. Und bis dahin tust du einfach nur, was ich dir sage. Oh ja, ist ja gut. Was? Aussteigen? Ja, ich will raus. Ich hab keinen Bock mehr. Und was, wenn ich einfach aussteige? Du wusstest die ganze Zeit, mit wem du dich einlässt. Ich habe keine Zeit für deine Heuchelei. Du wusstest immer, mit wem du dich einlässt. Wenn du für deinen Seelenfrieden so tun musst, als wärst du unschuldig in diese Situation geraten, fein. Doch wir beide wissen, dass du mich angefleht hast, dich ins große Geschäft einzuführen. Und in diesem Geschäft macht man sich die Hände nun einmal schmutzig. Aber... James? James, wo stecken Sie schon wieder?
Wir verhalten uns während der Fahrt ruhig und gehen Legrand aus dem Weg. Ich habe das Ticket und den gefälschten Ausweis verloren. Ich schwöre dir, wenn ich meinen Arm zum Klettern benutzen könnte, hätte ich dich schon längst entsorgt. Naja, mir wäre es ohnehin lieber, wenn dich niemand auf dem Schiff zu Gesicht bekommt. Schleich dich an Bord und bleib bis Kairo untergetaucht. In Ordnung. Und Schluss mit den Spielereien. Nichts, was der Legrand, die Polizei oder sonst wer antun könnte, kommt dem gleich, was ich mit dir tue, wenn du dich nicht an meinen Plan hältst. Der ist ja James, fies. Da sind sie ja. Soll der Inspektor etwa alleine mein Gepäck aufs Schiff tragen? Daran erinnere ich mich noch. Er glaubt mich zu kennen. Er hält mich für dumm und schwach. Ich habe ihn genau da, wo ich ihn haben will. Hier ist ein junger Dieb, der es den Alten zeigen wird. Selbst wenn er dafür unter seinem Niveau reisen muss. Okay. Wir mussten uns also nicht irgendwie in diese Kiste schleichen, sondern das hat das Spiel schon automatisch für uns gemacht. Betaste die Kleidung. Das ist die Kleidung, auf der ich liege. Verschiedene Stoffe. Einige rauer, einige weicher. Hier ist so etwas wie ein feines Netz. Na, ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Öffne den Deckel. Ich hoffe, die Hafenarbeiter haben den Frachtraum schon wieder verlassen. Am besten öffne ich den Deckel erst einmal nur ein Spalt breit. Das heißt, ich würde ihn ein Spalt breit öffnen, wenn er sich bewegen ließe. Mist. Wir haben noch das Taschenmesser. Okay. Schraubenzieher. Schraubenzieher. Ja, Messer. Aber hier. So. Nun müsste doch... Aha. Und? Geht jetzt. Das ist doch jetzt ein Scherz. Kommen wir da nicht raus, weil das... Das scheint ein Gurt zu sein, der irgendwas im Regalfach über der Truhe festhält. Leider komme ich nicht an den Gurtverschluss. Toll. Nimm den Haltegurt. Er sitzt stramm und den Gurtverschluss kann ich nicht erreichen. Dann benutze dein Taschenmesser mit dem Gurt. Schneid ihn durch, Junge. Jo. Okay, jetzt müssen wir den Gurt da hinschmeißen, oder was? Nein, Kiste! Der Krempel da drüben sieht nicht so aus, als sei er gerade eingeladen worden. Vermutlich gehört er zum Schiffsinventar. Ja, Kiste? Werkzeug und Ersatzteile, würde ich sagen. Können wir die dann angeln, wahrscheinlich? Okay, da ist der Stuhl, wo der Inspektor dann gleich drauf sitzen wird. Was? Metallrohre? Zwei Metallrohre. Stabil. Gut 10 cm voneinander entfernt. Sonst gibt's hier nichts. Das Schiff hat schon viele Jahre auf dem Buckel, aber diese Rohre sehen mehr als robust aus. Ja. Das Schiff hat schon... Dann würde ich mal sagen, versuchen wir den mit Gurt vielleicht mal Werkzeug. Ein bisschen Werkzeug angeln. Hervorragend. Jupp. Hoffentlich rutscht der Metallverschluss nicht aus der Kiste, wenn ich am Gurt ziehe. Ah, damit hauen wir den Inspektor einen über. Das Metallrohr ist dicht ins Regal gerollt. Und trotzdem außerhalb meiner Reichweite. Ich komme nicht dran. Ah, dann benutzt doch das Ding. Angel das Rohr. Wie soll das gehen? Der Gurt wird sich kaum von allein um das Rohr knoten. Oh, Mann, keine bist du ein Chance. Idiot. Zu weit weg. Kannst du das Messer mit dem Gurt verwenden? Also schön. Ich bohre die Klinge durch den Gurt. Und zwar möglichst weit hier am Gurtende. Ein Versuch ist es wert. Ja, jetzt auf einmal. Okay, tada. Gut. Können wir das mit dem benutzen? Das sollte halten. So, und dann ist mein Plan, nämlich den da hinten meine beste hinzuwerfen. Chance.
Das hält bombenfest. Und kein Augenblick zu früh, wie es scheint. Na, da kommt nämlich der Inspektor jetzt gleich runter. Elegant. Na toll. Okay, ich fessle ihn und dann sehe ich zu, dass ich hier rauskomme, bevor man nach ihm sucht. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich mich verstecken kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so gegangen ist. Und auch noch ohne sich zu verabschieden. Da waren wir nie drin. Ups. Erschrecken Sie nicht, junge Dame. Was tust du hier? Ich hatte Sehnsucht. Meinst du, das ist der richtige Zeitpunkt? Was ist im Zug passiert? Nichts. Nichts Schlimmes. Alle sind wohlauf. Inch ist gefährlich. Ich habe es immer gesagt. Ich weiß. What? Deswegen sind wir vorsichtig. Und immerhin hast du den besten, klügsten und hübschesten Nachwuchsdieb der Welt an deiner Seite. Und bescheiden ist er auch noch. Keine Angst, ich pass schon auf dich auf. Was habe ich, kleines, dummes Mädchen, doch für ein Glück. Nein, die? Jetzt echt? Die arbeitet mit uns zusammen?